zwei, Stopp. Eins. Stopp? Ja, meine Unterhose sitzt richtig. Jetzt können wir. Oh. Das schneide ich raus. Drei, zwei, eins. Hallo YouTube, willkommen zu einer neuen Folge auf der Map Frontier im Challenge Reloaded Projekt mit dem Unterhosenverrutschten Sinnfrei. Ja. Mit dem Matze. Hallihallo, servus. Und mit dem etwas wortkargen Valhalla. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Ich wünsche euch viel Spaß und wenn es euch richtig viel Spaß macht, hinterlasst gerne ein Abo. Ansonsten geht's los, Jungs. Valhalla, oder ihr fahrt schon. Geil. Das ist zu geil. Ja, ich finde mein Gift, der die ganze Zeit vor meine Kamera rumspürt. Nessa, lässt du los? Nein. Wieso blockiert er hier? Kann mir das mal einer erklären? Oh. Oh, also ich finde, wir sollten echt mal eine Abstimmung machen mit diesem schönen Verkehr hier. Ob der weg kann? Ja. Kann der, ist das Kunst oder kann das weg? Du wolltest einfach. Ja, ich bin dafür, der kann weg. Ach, ich bin dafür, er bleibt. Nein, Mist. Nicht einstimmig. Okay, dann bleibt der. Also von mir aus. Nächste Folge nochmal. Von mir aus kann der Mist auch weg. Weil dann könnte ich mich schon wieder fast bereit erklären, den Unfallträger anzulassen. Malala. Stimmen dafür, dass er weg kann und dann lassen wir den eine Folge weg, dann macht er seinen Unfallträger an, dann machen wir die wieder an. Nein. Du hättest mich vorher rausschmeißen sollen aus dem Kanal, dass das dann auch nur unter euch bleibt. So macht das keinen Sinn. Macht sowieso keinen Sinn, weil das Video der... Jetzt hat er mich echt removed, ne? Toll. Wow. Fertig? Fertig? Ja. Da hat er mich echt removed, ne? Ja, mal eine geile Animation hier. Das ist ja geil. Klapp, klapp, klipp, klapp, klipp. Was für eine Animation. Na, von der Güvel. Ja, okay. Ja, das können sie, ne? Ja, also das ist echt geil gemacht. Du kommst zwar nicht mit der Grafik hin, aber animieren kann Anime? Anime? Ja. Anime? Ich habe aber was Leuten hören. Aber das erzähle ich euch, wenn wir unter uns sind. Okay. Wir machen Pause. Technical Break. Ich hab ja Netflix-Abo, ne? Und Netflix bietet ja momentan auch jetzt mittlerweile auch Spiele an, ne? Wenn du die Mobile-App benutzt, da ist Farming Simulator 23 mit drin. Ja, die Mobilversion. Ich hab's aber mich nicht getraut zu installieren auf dem Handy. Sollte mein Handy ein bisschen sauber haben. Das ist zu spät. War nach dem ersten Tag schon versaut. Ich hab einfach alles das, was auf dem anderen Handy war, mit rübergenommen. Mach ich auch immer. Einfach rüber, fertig. Wobei ich jetzt sagen muss, dass mir sind zwei Fotos nicht mit rübergekommen, die mir heute ganz wichtig gewesen wären. Ich hab nämlich so einen Brief. Wir haben bei uns in Hannover eine Parkplatz.
wo das alles über Kamera geht. Ne? Also dann wird ein Kennzeichen erfasst und dann wird auch gemessen, dann und dann warst du drin, dann und dann bist du raus, 15 Minuten kannst du kostenlos parken. Dann habe ich meinen Sohn zum Bahnhof gebracht, hier da zu diesem Automaten, hieß es, ja, 10 Minuten waren sie gerade da, können kostenfrei, also brauchst nichts bezahlen. Ja, aber dass ich nochmal 10 Minuten von dem Parkplatz brauche, bis ich vom Gelände runter war. weil du ja keine Karte hast, die entwertet wird, ja, und du dann 20 Minuten hast, ja. Ja, jetzt wollen die 35 Euro von mir haben. Weil du... Obwohl ich sonst so 5 Euro bezahlen hätte müssen. Und wieso kommen die jetzt auf 35? Nee, wegen Vertragsstrafe halt so, ne? Also, weil ich ja 5 Minuten drüber bin. Okay. Haben sie sich krümelkackig. Ja, ich hatte das eine Mal auch nicht schlecht gestaunt. Hier in Düsseldorf haben wir auch Parkhäuser mit dieser netten Spielerei im Kamera. Und darunter ist auch ein Parkhausbetreiber, bei dem ich auch eine App drauf habe für Parkplätze, dass ich so einfach mich per App auf dem Parkplatz irgendwo einbuchen kann, auf dem öffentlichen Parkplatz, ohne dass ich da jetzt einen Parkticketautomaten suchen muss oder sonst was. Ja. Funktioniert auch sehr gut in Holland, ne? Da, wenn er dann an diesem Parkticketautomaten dann eben die Nummer dran hast oder so, oder meistens erkennt er das auch durch die Geolokalisierung auch schon. Und war eine Stunde 30 war ich in dem Parkhaus und dann wurden mir in der App 780 Euro abgezogen. Das Geld habe ich wieder zurückbekommen und einen Bonus und noch ein bisschen freie Parkminuten, ne? Aber das war auch geil. Da guckst du, glaube ich, auch nicht schlecht. Da guckst du aber auch nicht schlecht, ne? Denkst du dann, ja, ne? Weil das ist dann auch mit PayPal verbunden und wird dann automatisch über PayPal dann abgebucht, ne? Und dann auf einmal, sie haben gerade 780 Euro überwiesen. Was? Nein, definitiv nein, nein, nein. Doch, in dem Moment ja. Das war, ja. Aber hatte sich alles sehr schnell geklärt, ne? Und das Geld war auch ruckzuck wieder zurück. Also, ja, gut. Ja. Ich rufe da morgen auch an und dann werde ich das nochmal nachfragen. Aber es war schon, dachte ich ja, wie geil, ne? Wie das doch funktioniert. Jo. Und jetzt stell dir mal vor, das machst du 100 Mal und von den 100 Malen bei 10 Leuten, die gehen dann nicht gegen an. Ja. Wenn das 7, 8 wieder einfach mal so. Ich hatte doch auf nächsten Wegpunkt gemacht. Ach, dann hat der das Vorgewende genommen. Scheiße. Kein Kinderstream mehr. Dann Micha, Vorgewende. Du bist raus. Lass mal überpiepsen. Oh. Ich mache den Hohecker. Kennt ihr das noch? Mit dem Hohecker? Nee. Nee. Bernhard so Hohecker? Unsichtbares. Bernhard Hohecker, das war, glaube ich, bei. Ach, bei welcher Comedy war denn das? Hier ist eigentlich ein Zaun. Hier kein Zaun. Ja, aber eigentlich ist da ein Zaun. Stimmt, hier ist eine Quali. Die haben ob dann. Ein bisschen verlängert und dann ja. Dann hat es Boom gemacht. Mhm. Nö. Die haben dann so eine Talkshow nachgespielt und so weiter und der hat immer blöde Antworten gegeben und dann hieß es immer, Hohecker, sie sind raus. Ach so, ja. Irgendwas, ja. Ah, nee. Warum passiert mir doch. Ja. Irgendein muss es doch passieren. Warum mir? Weil du prädestiniert dafür bist. Wahrscheinlich. Also das mit der Glühwein ist ja echt geil gemacht. Muss ich ja mal sagen. Ja, also das ist ja echt mal... Oh.
Dauert zwar ein bisschen lang, aber mein Gott. Na, weil du alles immer reinkippen musst, ne? Ja, du kriegst einen halben, also ich sag mal, du kriegst nur 25.000 Liter, kriegst du auf einmal rein. Hm. Das ist kein Problem. Rutscht die dann so vor, oder? Die Ball? Ne, die Göwal. Hat die dann nach vorne, oder? Nee, wieso? Oder schiebt die Ballen bloß weg dann? Nee, die rollt die Ballen dementsprechend raus. Achso. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Mit dem Zeug. Valhalla muss. Also 20.000 Liter passt das Ding hinten. So viel? Ja. Und das Lustige ist, wenn dein Dings voll ist, ne? Mhm. Mhm. Diese 20.000 und du bist nicht in dem in dem Traktor, wo der Überladewagen oder der Sammelwagen dran ist. Ja. Und wieder Platz ist, dann meist da automatisch von alleine rein. So? Ja, weil ich bin gerade in dem Traktor, wo die Göwei dran hängt. Mhm. Weil ich den immer ein bisschen vor- und zurückfahren muss, damit er die Ballen wegschiebt. Aber es kommt drauf an, wie lange du aus dem Traktor, glaube ich, raus bist. Der weht noch ein bisschen nach. War eben eine ganze Weile. Nee, der hat eben nachträglich selber die Klappe hinten geöffnet und geschlossen. Ah, okay. Oh, da war eine Laterne. Och, hier gibt es ja sogar Weihnachtsbeleuchtung an der an den Laternen. Ja, habe ich auch gesehen. Weihnachtsschmuck. Ja, was ich auch ganz erstaunlich finde, ist halt, dass die Bäume wachsen. Mir noch nicht aufgefallen, ne? Nee? Nee. Also die Tannen sind alle größer geworden. Vielleicht ist ja deine Spielfigur ein bisschen geschrumpft. Nee, das ist ein ganz anderes Bild gerade. Also vor allem, also hier oben bei Valhalla in der Ecke. Das ist bei dir auch so, Matze? Da auf bei dir? Ein bisschen, ja, finde ich. Ne, bei den Tankstellen und sowas, ne? Ja. Da kommt mir ein grüner Drascher entgegen. Valhalla. Oh. Hallo? Hallo? Schlecht gefrühstückt heute? Da wollte der mich umhauen. Valhalla. Mhm. Still und leise, ne? Hm. Bin extra aus dem Weg, weißt du, ein bisschen zur Seite gefahren? Nö. Keine Zeit dafür. Das nicht schlecht. Also du musst mal drauf achten, Micha. Ab und zu bei den auf der Straße hast du jetzt ein paar mehr Äste, die in den Weg hineinragen. Okay.
Du, ich bin ja immer damit beschäftigt, dass ich überhaupt auf der Straße bleibe, weißt du? Da ist mir das bisher so nicht aufgefallen. Also ich habe da wirklich so einen Tunnelblick. Das ist schlecht. Ja, das ist gut. Der junge Mann hat hier sogar einen Kuhstall stehen. Ja, bist du bei mir? Nö, nee, bei Valhalla. Spionage. Ich bin da dran vorbeigefahren. Der weil Kuhstall? Ich ja. Mal sehen, was der so alles hat. Ach ja. Falsche Seite. Klappt nicht, was ich hier vorhabe. Andi, Göwald und Ladewag. Der ist nicht mehr da. Du hast ihn vergrault. Ja, nicht schlimm. Kannst du mit leben, ne? Jo. Kann damit um. Na, hast du den Traktor da rausgekriegt? Ich muss zurücksetzen. Gegen Ronny. Geht der Ladewagen dann noch, oder? Ja. Sonst wäre ja das ganze Stroh weg. Ich will den doch gleich direkt speichern, ich doof. Oh, du doof? Ja. Also verneinen würde ich es jetzt nicht. Ich weiß. Ich finde das ja zu geil, ne? Valhalla mit dem Lindner. So. Das ist ja richtig Stress. Ja. Auf die letzten Minuten nochmal, ne? Da freut man sich doch schon auf die nächste Folge, sprich auf den nächsten Montag, weil man da ein bisschen was zu tun hat. Aber das vorhin mit dem Schnee und so weiter, das war echt. Hat ein bisschen zurückgeworfen. Jo, geringfügig, ne?
Also da kommen ja doch echt ein paar Ballen zusammen, du. Leo, das hätten wir jetzt auch mal abgeliefert. Och nee, ne? Was? Nehmen wir doch tatsächlich noch so irgendwie so 500 Liter? 600, 700 Liter? Für einen Ball? Mhm. Hast du keinen Strohhut auf, kannst du raufschmeißen, dann wird er gepresst. Okay, der war nicht gut. Minimal, ne? Ich habe nichts gekauft. Das sieht hier aus wie nach einem Bombenanschlag. Wo? Bei mir hier am Feld, weil alles quer und bei 80, 81, weil alles quer durcheinander liegt. Valhalla, willst du Ballen machen? Das ist ganz gut. Jetzt halt nicht. Hätte die Göwald auch da gelassen. Oh. 13 Rundballen ergab's. Hab ich rausgekriegt. Bienenfeld. Das viel. Oh, ich finde schon. Ja, kommt drauf an, welche Größe. Die 150er. Die haben 3.500 Liter, ne? Oder 5.000? Ja, 3.500. 7.5 sogar. Ich kann den Ladewagen jetzt noch nicht abgeben, weil ich nach der Folge die Ballen umschreiben muss, ne? Ja. Nur, dass das da... Ne, weil sonst hätte ich den jetzt zurückgebracht. Nur ich muss die Ballen, die da drauf sind, muss die ja umschreiben, weil die ja auf Salou sind. Hm. Genau. Uiuiuiui. Oh. Aufgebockt, weil ich mit der Maus rausgezogen bin, ey. So Mist. Na, ja, kenne ich. Das ist jetzt Feld 80 und 81.
Ist das dein Ladewagen bei Halle? Ja. Hast du auch eine Biogasanlage? Nein. Was haben wir denn jetzt für eine Zeit? Wir sind jetzt bei 25, ne? Ja. Ich habe ja die Ansage gemacht, ne? Nein. Da war doch was. Also so viel zu den Planlosen, ne? Ja, dann würde ich mal sagen. Ja, wenn du noch eine Minute warten kannst. Aber nur weil du es bist. War nett. Und dann stehe ich nicht so in der Walachei rum. Ja, ich stehe hier auch mitten irgendwo kreuz und quer. Mit Drescher springen. So, jetzt interessiert mich das mal, ob das wirklich funktioniert mit dem, was wir da gemacht haben. Was meinst du? Naja, du hast es ja umgeändert. Bei mir steht jetzt sinnfreies La. Funktioniert. Ja, und weiß jetzt wenigstens, welchen man fahren soll. Genau. Das war der Plan dahinter. Aber meine funktioniert ja auch, dann lassen wir das so. Würde ich fast sagen. Oder können wir nach. Meinetwegen. Ja, dann lassen wir das so. Kann dran verkaufen und so weiter. Dann funktioniert das. So, Herr Sinnfrei? Ja, gerne. Okay. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Wir sagen dann Tschüss und auf Wiedersehen und bis demnächst. Ciao. Ciao.